So, hi Leute, jetzt stelle ich euch einmal die App Photo Booth vor. Das ist eine App zum Verzerren eurer Fotos, die ihr aufnehmt. Es gibt insgesamt 9 Stück, wie man hier sehen kann. Die werden von Apple schon drauf installiert, mitgeliefert. Das heißt, ihr müsst nicht extra was dafür bezahlen. Die erste Möglichkeit ist Quetschen. Könnt ihr hier zum Beispiel irgendwie mal, da seht ihr jetzt gerade mich. So ein Bild aufnehmen. Hier unten seht ihr auch, habe ich schon viele ausprobiert. Hier auch ein paar Freunde von mir. Ja, hier sieht man das dann. Das nächste ist Kaleidoskop. Dann gibt es Wärmebildkamera. Ist dann halt normal Wärmebildkamera, so wie sie jeder kennt. Wirbel, den Wirbel könnt ihr auch noch rumbewegen und nicht, ihr könnt nicht größer machen, also rumbewegen, wo ihr den halt gerade hinhaben wollt. Dann normal ist halt die normale Kamera, da kommen dann auch noch Videos zu. Also die poste ich noch woanders. Dann Spiegel, da könnt ihr den Spiegel auch noch bewegen, wie ihr wollt. Ihr müsst halt immer darauf achten, dass ihr ziemlich weit rechts von eurem iPad sitzt, weil die Kamera ja hier oben ist, wie ihr bestimmt wisst. Und dann müsst ihr es halt so bewegen und euch so hinsetzen, dass es passt. Dann Strecken. Das könnt ihr auch herum bewegen, wie ihr es gerade haben wollt. Da kommen dann manchmal auch witzige Bilder dabei raus. Dann hier der Lichttunnel als vorletztes. Den könnt ihr auch größer ziehen, wenn ihr wollt, oder kleiner ziehen. Und als letztes kommt Röntgen. Ja, das war es dann eigentlich auch schon und bis zum nächsten Mal.